Willkommen zu meinem 13. Wochenimpuls. Heute mal zum Thema gute Laune. Also Sie sehen mich heute äußerst gut gelaunt, weil bei dem Wetter kann es einem nur gut gehen. Zugegeben, die Situation im Moment ist alles außer lustig. Da kann man schon mal schlechte Laune bekommen. Und mir geht es genauso. Also ich hocke dann auch zu Hause und denke, verfluchter Mist, die Zahlen steigen, die Krise geht irgendwie nicht vorbei, es wird irgendwie immer schlimmer. Man hat das Gefühl, keiner kriegt so richtig den Dreh und eine Lösung. Alle reden, diskutieren, es wird getestet oder auch nicht, es wird geimpft oder auch nicht. Das kann schon mal echt an den Nerven zehren. Und ich bin von Hause aus wirklich extrem positiv eingestellt und sehe immer die guten Dinge. Aber manchmal frustriert es mich natürlich auch. Und dann mache ich sowas, was ich jetzt gerade wieder mache. Sie kennen das mittlerweile. Ich gehe raus. Ich habe einen Rucksack. Da ist Wasser drin. Da ist auch ein Schluck Wein drin. Weil ich bin ja in der Weingegend. Und schauen Sie mal, wie schön das hier ist. Ah, wunderbar. Ganz toll. Ja, und in der Weingegend ist es natürlich verlockend, dann auch ein Glas Wein zu trinken. Und also mir geht es so, wenn ich in die Sonne gucke, wie jetzt gerade, dann kriege ich einfach mal ein breites Grinsen ins Gesicht. Und dieses breite Grinsen ist ja der Geheimtipp für die gute Laune, ne? Also wenn es Ihnen mal so richtig mies geht oder Sie richtig schlecht drauf sind, den Tipp habe ich irgendwann schon mal gegeben, aber ich wiederhole den gerne, dann grinsen Sie sich einfach, ja, ganz doof an. So 20, 30 Sekunden im Spiegel oder beim Autofahren. Dann gucken die Leute ein bisschen doof, das ist aber völlig wurscht. Oder sie grinsen den Himmel, die Sonne, die Wolken oder weiß der Teufel, ihren Mann, ihre Frau, sonst wen an, ist völlig egal. Grinsen sie einfach ganz, ganz, ganz viel und doll und intensiv und völlig übertrieben. Machen sie richtig eine Grimasse, weil das Gehirn ist nämlich ganz toll. Das Gehirn merkt nämlich, oh, die Mundwinkel und diese Muskeln, die gehen alle nach oben. Und das muss irgendwas Gutes bedeuten, ja? Weil alles, was so in Richtung Lächeln geht, ist immer positiv. Und das Gehirn schaltet dann um und es geht einem plötzlich besser. Und ich meine, wenn einen die Sonne anstrahlt, dann kann man sie auch zurück anstrahlen, ja? Und so kann man sich selber so ein bisschen austricksen und das Gehirn austricksen und bekommt bessere Laune. Und das möchte ich Ihnen einfach mal so ans Herz legen, das mal auszuprobieren. Ist ein kleines Geheimrezept, das jetzt nicht mehr geheim ist. Testen Sie es mal und erzählen Sie mir mal, wie es war, ob es funktioniert hat. Ehrlich, wenn es beim ersten Mal nicht geklappt hat, kann es nur daran liegen, dass Sie nicht lang genug gegrinst haben. Also grinsen Sie einfach, was das Zeug hält und gackern Sie vor sich hin oder lachen Sie sich scheckig oder irgendwas, ist völlig egal. Aber das hebt total die Laune und dann ist auch die Kälte wurscht, dann ist auch im Moment für den Moment Corona wurscht, dann ist gerade mal alles wurscht und man hat einfach nur für den Moment eine gute Laune. Und Sie kennen das von mir, das Rausgehen, das an die Luft gehen, hier den Himmel sehen und sonst nichts. Das befreit unheimlich den Kopf und den Geist und man kann mal wieder durchatmen und man kann mal laut Juhu schreien oder alles Mist oder das Leben ist schön oder was auch immer. Machen Sie es einfach mal, es ist einfach toll und es trägt definitiv zu guter Laune bei. Und was auch noch ein toller Effekt ist, gut, im Moment trifft man nicht so viele Leute, Sie merken ja hier der Weg hinter mir und die andere Seite, da ist keine Menschenseele. Mir sind gerade zwei Läufer begegnet, zwei Jogger. Ich bin ihnen dann entgegengejoggt, habe gesagt, ich laufe bergab, sie laufen bergan. Ich habe es leichter. Wir haben drei Silben miteinander geredet, haben alle drei gelacht und alle hatten einen guten Moment. Also es steckt auch an, wenn man andere anlacht, lachen die auch zurück. So, in diesem Sinne, gut gelaunte Grüße und wie immer freue ich mich, wenn Sie mich mal kontaktieren oder mir mal was erzählen. Ich bin Dagmar Tedi-Schmidt, Business Coach und Achtsamkeitstrainerin und Sie erreichen mich unter dts.coachforbusiness@gmail.com. Alles Liebe, alles Gute, gute Laune. Ciao!